Hey, hey, du, kannst du lesen? Und jetzt aufstehen. Ziehen Sie mal Ihre Papiere. Also manchmal vermisse ich ja wirklich die Zeit, wo es noch alle zwei Wochen ein neues Lizenzspiel gab. Ich habe Sie meine Papiere verloren. Los, Hände hoch. Hello. Code in. Born 15073. Ja, ich gebe es zu, ich war damals echt ein relativ großer Fan von so Lizenzspielen, weil ich auch damals schon großer Filmfan war oder Serienfan, und wenn dazu dann mal irgendwann so ein Spiel rauskam und man gerade dann von dem Film oder der Serie begeistert war, dann habe ich mich da auch immer sehr begeistert auf das Spiel gestürzt, auch wenn der Großteil davon relative Scheiße war. Aber es gab zwischendurch auch mal so das ein oder andere Highlight. Ob The Bourne Conspiracy oder zu Deutsch das Bourne-Komplott auch dazu gehört, sehen wir jetzt gleich. In dem Spiel zur Film- oder Buchreihe übernehmt ihr natürlich die Kontrolle vom Agenten Jason Bourne. Das Spiel spielt während der Ereignisse des ersten Films oder auch Buchs, je nachdem, springt aber immer wieder zwischen den Zeiten hin und her und zeigt auch ein paar von Bournes alten Missionen, die er absolviert hat, bevor er dann sein Gedächtnis verlor. Das ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Ansatz, denn wenn man großer Fan der Filme ist, so wie ich, dann ist das für Fans auf jeden Fall sehr interessant, weil im Film sieht man ja nicht so wirklich, wie dieser gescheiterte Auftrag zum Beispiel passiert ist, wie er dann schlussendlich sein Gedächtnis verloren hat. Das kann man dann im Spiel halt nachspielen, plus noch so ein paar andere Missionen, die zeigen, was Bourne eigentlich damals so für ein knallharter Agent war. Problem dabei ist aber, alle, die die Filme vielleicht nur mal kurz gesehen haben oder gar nicht oder auch sonst nichts mit Bourne anfangen können, die blicken da durch die Story absolut nicht durch, weil die keine Ahnung haben, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Weil natürlich auch die Story, die im Film erzählt wird, hier im Spiel so relativ kurz zusammengefasst wird, könnte man sagen. Dazu kommt noch, dass die Entwickler wohl nicht alle Rechte an der Filmvorlage hatten und deswegen zum Beispiel auch Bournes Aussehen nicht nach Matt Damon modellieren konnten. Was ein bisschen komisch ist, weil alles andere dann trotzdem so aussieht wie in den Filmen. Also die Locations sind da, es gibt auch den Original-Soundtrack. Nur Bourne sieht halt nicht aus wie Matt Damon, hat in der deutschen Version aber zumindest seine Synchronstimme. Die ist auch das einzig Gute in der deutschen Synchro, weil alles andere ist relativ mittelmäßige B-Ware, sagen wir mal. Das ist im Englischen schon besser, aber auch nicht herausragend. You're nothing but a bunch of spineless dogs. I should kill you where you stand. Damals, 2008, als das Spiel rauskam, fand ich es grafisch eigentlich relativ hübsch, weil das da ja noch zu der Anfangszeit der PS3, Xbox 360-Ära galt und da war das schon eines der hübscheren Anfangsspiele, die ich so hatte. Mittlerweile ist die Technik dahinter natürlich ein bisschen angestaubt, es sieht nicht mehr ganz so toll aus, es läuft auch nicht mehr ganz so flüssig und ruckelt öfters mal. Manchmal gibt es auch so ein bisschen Tearing, also dieses Bildzerreißen bei schnellen Bewegungen. Das ist auf jeden Fall alles nicht mehr so schick. Aber manche Szenen sehen dann doch noch ganz ordentlich aus. Die Story wird auch manchmal in so ein paar Render-Cutscenes erzählt und ich finde, die sind irgendwie ein bisschen seltsam, weil normalerweise sind Render-Cutscenes immer so, ja, der Augenschmaus, sag ich mal, in so einem Spiel, weil die normalerweise immer besser aussehen, aber hier sehen sie irgendwie komisch aus, sag ich mal. Also gerade die Charaktermodelle und so, die sehen ein bisschen so aus wie so Wachsfiguren und so, das ist alles nicht so ganz schön. Das Gameplay hinter das Bourne-Komplott ist aber natürlich die große Stärke, aber auch gleichzeitig die Schwäche des Spiels. Denn es ist natürlich ein sehr actionorientiertes, kurzes, lineares Action-Feuerwerk, könnte man sagen, der großen Fokus auf den Kampf legt.
Denn wer die Bourne-Filme gesehen hat, weiß, dass Bourne sich mit allen Mitteln zu helfen weiß und auch so jegliche Art von Martial Arts irgendwie beherrscht. Und das haben die Entwickler natürlich versucht hier umzusetzen. Und das ist denen auch ganz gut geglückt. Aber das hat auch so ein paar Schattenseiten. Das Kampf-Gameplay besteht nämlich nur aus zwei Angriffstasten. Also schnelle Schläge und schwere Schläge, die man dann auch wieder miteinander kombinieren kann, damit sich da so ein paar ja, verschieden aussehende Kombos ergeben. Wenn man will, kann man auch jeweils einen starken Tritt mit jeweils der Tasten vollführen, indem man die Taste gedrückt hält, aber das war's dann im Grunde auch schon. Das ist dann auch so ein bisschen das Problem, weil nach ungefähr einer halben Stunde Spielzeit habt ihr dieses Gameplay komplett verinnerlicht und es ändert sich bis zum Spielende daran auch nichts mehr. Also es ist an sich dann immer dasselbe. Das Gute ist aber, dass dieses Kampf-Gameplay, so simpel es auch ist, trotzdem viel Spaß macht, was daran liegt, dass gerade die Schläge und so weiter alle sehr wuchtig sind. Und Bournes Fähigkeiten da auch wirklich zur Geltung kommen. Das große Highlight in dem Kampf-Gameplay und womit das Spiel auch damals meine Aufmerksamkeit so bekommen hat, abgesehen davon, dass ich großer Fan der Vorlage war und auch immer noch bin, sind die Finisher, die Bourne ausführen kann. Denn während des Kämpfens könnt ihr mit geglückten Schlägen mehrere Leisten auffüllen und wenn so eine Leiste voll ist, dürft ihr eure Gegner mit einem sehr spektakulären Move zu Boden schicken. Die sehen wirklich richtig cool aus, sehen auch fast so gut aus wie im Film und haben auch eine Menge Wucht dahinter und sind wirklich sehr schön inszeniert und definitiv das Highlight des Spiels. Wenn man die Leiste genug aufgeladen hat, dann kann man auch bis zu drei Gegner gleichzeitig ausschalten, was dann mit so einem kleinen Quicktime-Event erledigt werden muss. Und das sieht natürlich auch immer sehr spektakulär aus. Es gibt auch ein paar stärkere Gegner, denen ihr im Spiel begegnet, die dann versuchen, so einen Finisher bei euch anzusetzen. Aber auch die könnt ihr dann mit einem Quicktime-Event kontern. Quicktime-Events sind sowieso auch ein großer Punkt im Spiel. Die kommen immer mal wieder vor. Nicht nur in Kämpfen, sondern auch in so ein paar Action-Szenen, die einfach automatisch ablaufen. Ihr müsst dann Tasten drücken. Und die sind nach wie vor immer so ein Streitthema, weil nicht jeder mag Quicktime-Events. Und die sind auch hier relativ lieblos, sag ich mal. Auch wenn die Szene, die im Hintergrund abläuft, ganz cool ist, aber man hat nie so wirklich das Gefühl, dass diese Quicktime-Events auch was bewirken, wenn man die Tasten drückt. Was diese Finisher nochmal zusätzlich aufwertet, ist, dass man die ganze Spielumgebung mit in den Move einbeziehen kann. Und das habe ich auch immer gemacht, wenn ich das Spiel spiele. Sobald ich in so einen Kampf gerate, gucke ich mich dann schon erstmal in der Gegend um, ob da irgendein interessantes Objekt ist, wo ich meinen Gegner dann möglichst schmerzhaft reinstoßen kann. Weil durch die Wucht und auch das Sounddesign macht das nochmal extra viel Spaß. Manchmal liegen in den Stages auch hell blinkende Objekte rum, die man während des Kampfes dann sehen kann. Und wenn man da in der Nähe einen Finisher auslöst, dann greift Bourne sich dann auch diesen Gegenstand und vermöbelt seinen Gegner damit. Und da kann alles dabei sein, wie irgendwie eine Zange, ein Stift oder aber auch ein Buch. Neben dem Kampf-Gameplay entpuppt sich Bourne dann auch manchmal noch so als ein kleiner Shooter mit sogar Deckungseinlagen. Also so ein ganz normaler Third-Person-Standard-Deckungsshooter, wie er damals da auch so ein bisschen aus dem Boden gesprossen ist, könnte man sagen. Der funktioniert in dem Spiel aber leider nicht so geschmeidig wie jetzt zum Beispiel bei einem Gears of War oder bei einem Uncharted, weil einfach die Steuerung dafür so ein bisschen hakelig ist und hinter eine Deckung zu gehen und dann wieder aufzustehen, das funktioniert alles nicht so nett und fühlt sich auch nicht so gut an. Dafür finde ich, ist denen das Trefferfeedback der Waffen ganz gut gelungen, weil das mit so einem befriedigenden Sound untermalt wird und die Gegner auch relativ realistisch immer umfallen. Ja, das macht schon Spaß. Noch dazu kann man auch während des Gunplays diese Finisher-Leiste auffüllen und dann auch mit den Waffen diese Finisher-Moves ausführen, die dann auch mehrere Gegner direkt ausschalten können. Was euch manchmal hilft, aus einer brenzligen Situation rauszukommen. In die ihr aber eh nicht so oft kommt, weil die Gegner, die ihr habt, wirklich nicht die hellsten sind und euch oft auch mal nicht treffen. In anderen Situationen hingegen sind sie dann mal richtig gut und ballern euch wirklich runter. Das ist ein bisschen unausgegoren, aber es klappt schon. Und falls ihr in dem ganzen Gewusel mal Probleme haben solltet, die Gegner zu sehen, verfügt Bourne aber auch noch über den sogenannten Bourne-Instinkt, den ihr jederzeit anschalten könnt, der dann das Bild so ein bisschen verfärbt und interessante Gegenstände und Gegner hervorhebt, um euch zu zeigen, wo es weitergeht oder wo ihr vielleicht noch einen Gegner übersehen habt. Ich hatte damals auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit dem Bourne-Komplott, weil, wie gesagt, ich damals auch in dieser Hype-Phase war und gerade die Filme so für mich entdeckt habe und dann ja mich auch direkt auf dieses Spiel gestürzt habe. Ich weiß noch, dass ich mir das damals aus der Videothek, als es sie noch gab, ausgeliehen habe und es, glaube ich,
innerhalb eines Wochenendes habe ich das Spiel, glaube ich, 2-3 Mal durchgespielt oder so und habe immer wieder von neu angefangen, weil ich es einfach, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat. Auch wenn wirklich nicht alles perfekt ist, weil, wie gesagt, die Steuerung ist nicht die beste. Es gibt auch mitten im Spiel irgendwann so eine Fahrzeugpassage, eine kurze, die man auch aus dem ersten Film kennt, wo man dann tatsächlich halt, wie schon gesagt, ein Auto steuern darf. Und auch da, das ist mehr so, ja, nett gewesen, dieser Versuch, aber auch nicht wirklich ausgereift. Aber was überzeugen konnte, waren halt wirklich die Kämpfe und die Moves, die man vollführen könnte, weil die diesen ganzen Bourne-Charakter und so weiter richtig gut eingefangen haben. Aber das Problem war halt, wie gesagt, dass sich das Gameplay dann bis zum Schluss halt nicht wirklich weiterentwickelt hat und im Prinzip es eine, ja, ich sag mal, 4- bis 5-stündige Achterbahnfahrt war quasi, die am Anfang, fand ich, richtig viel Spaß gemacht hat, wenn man dieses Gameplay so gelernt hat. Dann wurde es ein bisschen öde zwischendurch, sag ich mal, weil sich dann nichts mehr getan hat und dann hat es wieder die Kurve gekriegt und war dann doch mal wieder ganz cool. Und ja, es ist so ein kleiner Snack für zwischendurch, sag ich mal, aber man darf da wirklich nicht viel Tiefgang erwarten. Weswegen ich dem Bourne-Komplott auch nur eine 6 von 10 geben kann. Weil hätten sie da noch ein bisschen irgendwie mehr Varianz ins Gameplay gebracht und vielleicht auch sich ein bisschen auf andere, auf Bournes andere Fähigkeiten fokussiert, anstatt nur dem Kampf, dann hätte man da wirklich einen coolen Thriller draus machen können. So ist es halt ein nettes Actionspiel geworden, mit einem guten Kampf-Gameplay, das man aber auch noch hätte ausbauen können. Aber für Fans der Vorlage, die können da auf jeden Fall mal reingucken, wenn es jetzt gerade nicht irgendwie richtig teuer ist oder so, weil für wirklich viel Geld lohnt sich das Spiel nicht mehr. Aber es gehört definitiv schon zu den besseren Lizenzspielen. Also da gab es schon wirklich wesentlich größeren Schrott. Und falls ihr keinen Bock habt, das zu spielen, sondern nur euch Bock habt, das anzugucken, dann kann ich euch auch mein Let's Play empfehlen. Und zu dem Let's Play habe ich so eine, ja, kleine besondere Beziehung, sag ich mal. Denn das war eines meiner allerersten Let's Plays. Ich glaube sogar das zweite nach Lost, das Videospiel. Ich habe direkt 2 Lizenzspiele am Anfang gespielt. Und ich glaube, Bourne war das zweite, wo ich dann auch so langsam meine Technik ein bisschen verbessert habe, indem ich da einen 16:9 Modus mitten im Spiel reingebaut habe. War alles ganz noch am Anfang. Und ich war lange Zeit auch wirklich der Erste in ganz Deutschland, sag ich mal, der das Spiel Let's Played hat. Weil wenn man nach einem Let's Play gesucht hat von dem Spiel, dann hat man meistens nur mich gefunden. Und wenn ich hier diese Videos aufzeichne, dann lasse ich im Hintergrund auch immer so ein bisschen so Gameplay von dem Spiel, über das ich rede, laufen, damit ich mich auch vielleicht an ein paar Sachen erinnere und so ein bisschen, ne, den Vibe davon wieder kriege. Und gerade beim Suchen auf YouTube nach einem geeigneten Video wurden mir auch tatsächlich meine Videos vorgeschlagen, obwohl ich nicht explizit danach gesucht habe. Also es ist in Deutschland wohl, was videotechnisch angeht, nicht so weit verbreitet und ja, das fand ich irgendwie ganz cool. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr da mal gerne reingucken. Ansonsten könnt ihr es auch gerne mal selbst ausprobieren und mal einen schönen Nachmittag damit verbringen.